Muktasana, die Stellung des befreiten Weisen, die Stellung der Befreiten. Vivian zeigt, wie es geht. Bringe einfach einen Fuß auf den Boden vor dem Becken oder vor dem Oberschenkel und den anderen Fuß vor dem anderen Bein. Letztlich heißt es Muktasana zum einen, weil Mukta ist der Befreite, aber Muktasana heißt es auch, weil die Beine eben nicht überkreuzt sind. Baddha heißt etwas verschlossen, gebunden und Mukta ist das Gegenteil, nämlich frei und lose. Und so ist Muktasana für viele Menschen die einfachste Sitzhaltung. Indem du die Beine einfach voreinander gibst, ganz entspannt, kannst du gut und einfach meditieren und so zur Mukti, zur Befreiung kommen. Manchmal wird diese Stellung auch Guptasana bezeichnet. Gupta heißt geheime Stellung oder auch verborgene Stellung. Und da gibt es auch Gründe, weshalb diese Guptasana heißt. Wenn du das wissen willst, dann schaue eben auf wiki.yoga-vidya.de nach Guptasana. Und noch ein Hinweis, Muktasana ist die Bezeichnung auch für verschiedene Stellungen. Es gibt zum Beispiel auch eine andere Stellung, die Guptasana heißt, wo du einen Fuß so gibst, dass die Ferse vor dem Schambein ist, also praktisch ähnlich wie Siddhasana. Und Vivian kann es auch gerade mal machen, also die andere Ferse oberhalb. Und manchmal wird diese Stellung als verborgene Stellung bezeichnet, also eine Stellung, wo letztlich die Geschlechtsorgane verborgen sind. Die alten Nadyogis waren ja oft nackt. Und es ist zum anderen auch eine Stellung, die Muktasana heißt, weil es zur Befreiung führt, weil du dort ganz frei sein kannst und außerdem die Energie nach oben bringst in die höheren Chakras. Alle Infos zu Muktasana auf wiki.yoga-vidya.de.